Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Wir haben jetzt schon einen 4-stündigen Fußmarsch hinter uns gebracht durch die Wälder, denn der Sergeant hat sehr starke Rückenprobleme, weil er meistens auch immer alles alleine tragen muss, wie man hier sehen kann. Und das hat halt über die Jahre seine Spuren hinterlassen. Mittlerweile wird er bereits gemobbt und gehänselt in unseren Kreisen, weil er immer im Stehen zocken muss. Er trägt unter anderem den Namen Im Stehen Zockender. Hat auch letztens einen Vlog hochgeladen, der im Stehen geschnitten hieß. Jetzt versteht vielleicht der ein oder andere, was das Problem ist. Der Mann kann nicht sitzen, weil sein Stuhl, den er zu Hause hat, nicht seinen Ansprüchen gerecht ist. Nun... Eine Hand? Eine Pfandflasche. Ja, das stimmt. Moment, ich bin ein bisschen aus dem Game. Es ist ja nicht der erste Kontakt mit der Firma Flexispot, da ich ja von den wunderbaren Leuten bereits 4 verdammte höhenverstellbare Schreibtische bezogen habe, die ich ja alle schon in eurer Gegenwart aufgebaut habe und die meine Wohnung schmücken. Gelegentlich landet auch die ein oder andere Axt darin. Und nun, ich bin ja seines Leidens Zeuge über die letzte Zeit und habe einfach mal nachgefragt, ja, habt ihr vielleicht auch einen Stuhl? Nutzinformation, das Paket wiegt locker so, ja, 25 Kilo würde ich mal schätzen. Es macht mich immer nur geil, dass er es hier so auf diese Art und Weise trägt, was seiner Wirbelsäule massiven Schaden zufügt. Und ja, jedenfalls hat Flexispot diesen Stuhl locker gemacht. Vielen Arsch dafür. Er ist selbstverständlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wir haben jetzt noch einen weiten Weg vor uns. Einen sehr weiten Weg. Einen sehr, sehr weiten. Also wir hätten natürlich auch diesen Bus da nehmen können, aber das wäre unauthentisch. Keine Ausreden. Keine Ausreden. Die Maskulinität siegt. Kampf, 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 Kampf. Es ist sehr schwül und warm. Wir haben es gerade zu zweit getragen, worauf das hier gerissen ist. Und wirklich, viele Kirche verderben den Brei. In der Regel ist es einfach effizienter, wenn ein wirklich sehr, sehr starker Mann... Ja, ist so schwer. Ich glaube, der Raubbau an meinem Körper macht sich nach und nach bemerkbar. Junge, dieser massive 44. Schön wäre es, wenn es überhaupt 40 wären. Was, ist nicht 40? Paar 30, 38, 39. Alter. Du meinst jetzt die Zentimeterlänge deines Jaraks? Ja. Natürlich. Ein Bizepsumfang. Wir warten jetzt auf den Zug, über 20 Minuten. Darf ich fragen, warum du nicht sitzt? Weil das meinem Rücken nicht unbedingt gut tun würde. Und ich noch keinen wundertollen Flexispot aufgebaut habe. Ich bin manisch depressiv. Die unendliche Reise ist einfach wirklich unendlich. Wir haben gerade noch ein wunderbares Suffgespräch gehabt mit einem jungen Mann mit Berliner Luft und einem sehr alten Mann, der sich scheinbar einen Schädelbasisbruch zugezogen hat in der Schlägerei. Das ist wirklich schön. Du wohnst übrigens in einem sehr asozialen Viertel. Kunde, Alter. Wir sind endlich angekommen, Alter. Prolis ist so weit weg, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Warum auch immer die Beten hier wohnen, aber was willst du machen? Ist günstig. Ja, okay. Crack ist günstig. Sehr vorbildlich, wenn du tausend eine Maske trägst übrigens. Ja, ich hab nur die Hände voll, du Esel. So, ich bin jetzt hier in der Zentrale des Sergeants und ich denke, ihr seht, was der Grund für diese Kooperation ist. Der Tisch dieses Mannes wurde auf Kästen gestellt. Sehr passendes Design auf jeden Fall. Und er steht. Er steht. Was soll ich dazu sagen? Also grundsätzlich freue ich mich ja, wenn ich sage, er steht. Aber in dem Fall ist das schon wichtig. Es macht sich auch gut. Eigentlich. Es ist einfach gesünder. Prinzipiell. Aber es ist halt anstrengend auf Dauer. Und dann steht man halt irgendwann dann hier so und dann... Die Leute werden schockiert sein. Warum sollen die Leute schockiert sein? Du siehst 5 Jahre älter aus. Ich bin 5 Jahre älter. Ich meine ohne Kopf. Ach, ohne Kopfbedeckung. Ja, ich weiß, ich war lange im Grau. Nun, aber man es eingemacht hat, das sind die Einzelteile. Der Mann hat schon gesagt, die wirken ziemlich hochwertig. Und ja, es sieht auch sehr ergonomisch aus, was auch immer das genau bedeutet. 5 Räder sind dabei. Das ist hier das Zubehör und hier die Gasdruckfeder. Eine Anleitung ist ebenfalls am Start in englischer Sprache.
Ja, na gut. Also kann der Gamel diesen Stuhl höchstwahrscheinlich nicht aufbauen. Außer er ist in 70 Raden verfügbar. Gar nicht wahr. Der Mann lernt fleißig Englisch. Stimmt. Ich muss aufhören, immer so gemein zu sein, nur weil ich selbst nichts auf die Reihe kriege. Grüße gehen raus an Adolf Burkhardt. Wie ist der Aufbau? Straightforward. Also könnte man sich auch selbst erklären, ohne Anleitung würde ich verloren gehen. Was mir aufgefallen ist, warum sind die Spare Screws auf derselben Verpackung wie die anderen Schrauben? Weil wenn ich die einen Schrauben verliere, dann verliere ich doch auch die anderen. Mein Nervenzusammenbruch rückt von Tag zu Tag näher. Doch nicht so straightforward, würde ich sagen. Es wird schon, selbst ist der Mann. Richtig. Sehr viel nichts. Ja, fast rein, ja. Knapp daneben. Knapp daneben. Nicht wirklich so. Ich könnte dem Mann natürlich auch aktiv helfen, aber das... Natürlich manchmal. Nee. Challenge ist ja, alleine das aufzubauen. Nee. Oh, oh, nicht so tief. Ich kann. Der Mann sitzt jetzt ergonomisch. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig finde, aber es ist einfach lustig irgendwie. Das ist geil, da könnte ich drauf schlafen, Alter. Wir haben nun in schweißtreibender Mannesarbeit die Kästen unter dem Tisch wegbekommen. Das war wirklich interessant. Ja, es gab ein paar Kratzer an diesem Monitor da, aber das ist nicht so schlimm, das sind Kollateralschäden. Und jetzt steht der uneingeschränkten Möglichkeit, im Internet Hassverbrechen zu begehen, nichts mehr im Wege. Vielen Dank, FlexiSpot. Hassverbrechen.